Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Forschung findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie ist gesellschaftlich relevant, sie wirkt in die Gesellschaft hinein. Und das ist sehr gut so, denn spätestens seit den 60er Jahren sind die Hochschulen, sind die Forschungseinrichtungen ein zentraler Ort der Debatten, die für unsere Gesellschaft und in unserer Gesellschaft geführt werden. Und weil das so ist, muss sich Forschung immer fragen lassen, welche Folgen sie hat für unsere Gesellschaft, aber auch für die Weltgesellschaft. Wir leben in einer Zeit, die von tiefgreifenden Konflikten geprägt ist. Nicht nebenher nur Staaten, die sich mit Waffenarsenalen gegenüberstehen und wo wir die Sorge haben müssen, dass ein Tweet von Donald Trump diese Arsenale in Marsch versetzen könnte, sondern auch innerstaatliche Konflikte, teils mit größter Grausamkeit, prägen die globale Landkarte. In einer solchen Zeit tragen wir Verantwortung. Wir sollen, und das ist nicht zuletzt unsere Verpflichtungsformel als Abgeordnete in diesem Landtag, dem Frieden dienen. Und das bedeutet auch, dass wir, und zwar durchaus in einem gebotenen Maß, den Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen politische Ziele und gesellschaftliche Erwartungen mit auf den Weg geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der im Hochschulzukunftsgesetz verankerten Zivilklausel sind wir genau diesen Weg gegangen. CDU und FDP konnten sich ja in ihrer Oppositionszeit nie so richtig entscheiden, ob diese Klausel nun eher rot-grünes Hippie-Gedöns ist oder die bürokratische Zombie-Apokalypse. Sie haben immer beides gleichzeitig behauptet, aber beides ist falsch. Die Zivilklausel ist kein Gedöns und sie ist erst recht keine, Zitat, bürokratische und zentralistische Vorgabe, wie es die Ministerin gesagt hat. Sie ist ein konkreter politischer und gesellschaftlicher Auftrag an die Hochschulen, sorgt für Frieden und für friedliche Konfliktbewältigung, sorgt für globale Demokratie und wirkt an globaler Nachhaltigkeit mit. Das ist unsere Erwartung an Forschung, die an öffentlichen Einrichtungen stattfindet, die von Steuergeldern finanziert wird, denn daraus erwächst Verantwortung, meine Damen und Herren. Und die Zombies, die werden nun von CDU und FDP wieder aus den Gräbern geholt, Studiengebühren, Anwesenheitslisten, Demokratieabbau, all diese Untoten, die Sie mit dem Hochschulgesetz wieder zum Leben erwecken wollen, das sind die Debatten von vor 10 Jahren, aber das sind nicht die Debatten, mit denen Sie die Zukunft unseres Wissenschaftsstandorts gestalten. Und wenn man sich die Debatte anschaut, dann passt die Zivilklausel da ganz genau rein. Sie ist kein bürokratisches Instrument, sie ist eine Richtschnur, die selbstverständlich die Autonomie der Hochschulen nicht nur achtet, sondern sie auch stärkt. Zivilklausel ist ein weiterer Beleg dafür, dass Sie von CDU und FDP rein ideologiegetriebene Politik betreiben, für die Sie keine Rückendeckung an den Hochschulen haben. Ein Beispiel, das liegt nicht allzu lange zurück, das haben wir auch im Ausschuss diskutiert, das ist die RWTH Aachen. Sofort als bekannt wurde, dass die Machbarkeitsstudie für ein Werk für Spezialfahrzeuge, wie es ursprünglich hieß, in der Türkei in Wahrheit die Planung einer Panzerfabrik war, ist diese Hochschule aus dem Projekt ausgestiegen. Ich habe größte Hochachtung für diese Entscheidung und ich habe auch Hochachtung für die Begründung, wenn Sie sich die anschauen, die lautet, Westdeutsche Zeitung von heute, Zitat, die RWTH bekennt sich klar zu ihrer friedlichen Ausrichtung. Chapeau. Meine Damen und Herren von CDU und FDP, Sie haben in diesem Haus eine parlamentarische Mehrheit. Sie haben auch eine gesellschaftliche Mehrheit und auch unsere Unterstützung, wenn es um die Wahrung der Hochschulautonomie und der freien Wissenschaft geht. Das ist gerade in einer Zeit von Fake News, Wissenschaftsfeindlichkeit, Klimaleugnung und ähnlichen Phänomenen für uns Ehrensache. Aber Sie haben keine gesellschaftliche Mehrheit, wenn Sie Forschungsfreiheit daran bemessen, dass öffentliches Geld für die Erforschung von Waffen für autoritäre Regime ausgegeben wird. Mein Appell lautet deshalb, verlassen Sie diesen Irrweg, sorgen Sie dafür, dass Forschung dem Frieden dient. Herzlichen Dank.